Ganz herzlichen Dank und herzliches Willkommen von uns. Es hat jetzt beim dritten Anlauf endlich geklappt, was wir hier spielen. Der erste Versuch war im Dezember. Aus gegebenem Anlass hat ja das nicht funktioniert. Dann haben wir es im April nochmal probiert. Und jetzt sind wir sehr glücklich, dass wir da sind. Es ist das erste Konzert in Vorarlberg von dem Projekt No Limits. Und ja, wir freuen uns sehr und wir freuen uns, dass Sie alle da sind. Wir wissen, dass das jetzt eine ganz spezielle Geschichte ist, obwohl es überall heisst, was man alles jetzt wieder darf und so. Aber es ist dann doch nicht so einfach mit Auflagen verbunden. Und wir schätzen das sehr, dass Sie den Moment jetzt mit uns teilen von dem ersten Konzert in Vorarlberg. Das Kollektiv, also die Idee dazu, ist vor ca. 3-4 Jahren entstanden. Und wir haben dann quasi zwei Duos fusioniert zu einem Quartett. Und lassen uns da auch keine Grenzen auferlegen, weder stilistische noch kulturelle, noch spieltechnische, noch geografische. Also sie erwarten ein Konzert mit ganz viel verschiedener Musik, viel verschiedenen Stil. Jeder von uns hat da ein Stück mit reingebracht, komponiert, arrangiert. Und ja, wir freuen uns sehr. Das erste Stück war Pola Pola, das heißt auf Serbisch übersetzt halbe halbe, eben aus gegebenem Anlass, zwei Duos, halbe halbe. Und jetzt geht es weiter mit einem Stück, wo sehr südamerikanisch inspiriert ist. Viel Vergnügen. Thank you.
Danke vielmals. Wie der Goran schon gesagt hat, ist ein bisschen südamerikanisch angehaucht. Das Stück heißt Plátano, ist ein spanisches Wort für die Kochbanane. Hat mich da sehr inspiriert auf Lateinamerika, vom Land von Juan. In seiner Heimat waren wir vor 2 Jahren und genau, hat mich dort sehr inspiriert auf dieser mega leckeren Delikatesse. Und jedes Mal, aber wenn ich das Stück gespielt habe, habe ich Hunger gekriegt auf diese Platanos. Deswegen Platano. Buenas tardes, buenas noches. Hola. Also ich werde ein bisschen auf Spanisch sprechen, weil ich mein Deutsch vergessen habe nach der Quarantäne, 18 Tage zu Hause. Also, buenas noches y estoy muy feliz de estar acá con ustedes en Götzis Ambach. Mi nombre es Juan y la siguiente pieza se llama Panorama. Panorama ist ein Song für meinen Vater. Thank you.
Ja, ich muss eine kurze, lustige Geschichte erzählen. Ich weiß, ein guter Mann von der Goran, die Idee hatte, komm, lass uns doch was gemeinsam machen. Haben wir gesehen, natürlich. Ich kenne den Goran ja schon ewig lang. Wir haben sehr lange studiert. Und war immer schon der Wunsch, dass wir mal zusammen irgendwas machen. Und dann haben wir gesehen, jeder soll irgendein Stück mitbringen. Irgendeins, wo einer halt cool findet oder einem gefällt. Und dann habe ich mir gedacht, dieses Stück muss ich unbedingt bringen, weil das ist eine Herausforderung für die zwei da. Ja, sie müssen immer warten. Genau, das Stück war Three Beats für Michel Potal von Vincent Perani. Das ist ein sehr bekannter Akkordeon-Virtuose und Komponist. Und das Stück wollte ich unbedingt spielen und habe leider keine Note gefunden. Und er hat mir auch leider nicht geantwortet. Dann habe ich leider müssen vom Chor das rausschreiben. Und wie sie gehört haben, brutal viele Töne. Three Beats für Michel Potal. Und jetzt guten Abend auf Deutsch. Also ich habe ein bisschen Blödsinn getan vorher, deswegen werde ich jetzt ganz ruhig sprechen. Und das nächste Stück ist ein Stück von mir, wie gehört von Raphael. Ich komme aus Kolumbien und das ist ein Stück inspiriert in den Straßenverkauf in Kolumbien. Heute will ich aber gerade das ein bisschen anders sehen, denn in Kolumbien momentan voll viele Demonstrationen gibt und sehr krassen Demos und sehr viel Gewalt. Deswegen widme ich dieses Stück heute an, auf mein Land. Genau, das Stück heißt, das gibt es und das gibt es, sagt der Volk zu der Regierung. Und Untertitel Barapapapa. Thank you.
herzlichen Dank. Auch für mich ist heute ganz ein spezieller Tag. Wir merken es vom Dialekt. Eigentlich, Sie fragen sich vielleicht, darf der überhaupt da sein? Da habe ich mich auch gefragt. Und man wird wirklich kontrolliert. Und vielleicht auch, dass man sagen könnte, wir sind, also ich bin mal sicher heute Morgen im Spital getestet worden und bin jetzt negativ natürlich. Aber ich bleibe als Mensch positiv. Ja. Das ist mir ganz wichtig. Danke. Und wie der Goran so schön gesagt hat, jeder darf ein Stück mitbringen. Für mich war ganz klar, welches Stück das ich möchte bringen. Ich habe keine Ahnung, passt das überhaupt? Ich habe sogar eher das Gefühl, es könnte nicht passen. Aber meine Kollegen sind wirklich für alles offen und sie können jetzt noch nicht verraten, ja, ich will richtig, das könnte gehen. Es geht, eigentlich wäre das Stück, das wir jetzt spielen, auf Französisch gesungen. Und das ist von der Sängerin Sass. Und das Stück heisst «Demain, c'est toi». Wer denn Lust hat, nach dem Stück daheim auf YouTube zu schauen, das ist so ein schöner Song. Es geht um eine Mutter, um Mutter-Kind oder vielleicht einfach die Beziehung zu den Kindern. Und ich finde, es hat richtig viel Kraft und wir spielen es aber richtig gern. Wir haben natürlich das nicht genau eins zu eins, spielen das nicht, wie Zaz das singt, sondern wir wollen auch noch ein bisschen improvisieren. Dann. Viel Vergnügen!
Danke vielmals. Das ist wohl das zweitberühmteste Stück von Dave Brubeck. Das berühmteste ist der Take 5. Das, was wir gespielt haben, heisst Blue Rondo à la Turque. Und warum es so heisst, habe ich dann irgendwann herausgefunden bei der Recherche. Also wir wollten einfach das Stück unbedingt spielen in dieser Formation, die es so noch nie gegeben hat. Weil das Stück eigentlich für Jazz Quintett komponiert wurde, ist von Dave Brubeck, inspiriert durch Strassentrommler in Istanbul. Deswegen das Blue Rondo à la Turque. Jetzt kommt mein absolutes Lieblingsstück. Das ist ein Stück von Christian Bakanic, einem ganz lieben Freund, Kollege von uns, auch Akkordeonist und Komponist. Bekannt wurde durch die Band Volksmilch. Vielleicht haben Sie von dieser Band gehört. Und er hat uns das Stück geschenkt, dass wir das dürfen spielen bei dem Konzert. Und das Stück heisst Jodler. Im Anschluss daran dann mein zweitliebstes Stück. Ein Stück aus Armenien, Erzurumi Shoror. Viel Vergnügen.
Ganz herzlichen Dank. Das ist das vorletzte Stück. Jetzt kommt das letzte. Das vorerst letzte vielleicht. Wer weiß. Wir haben noch ein bisschen Zeit bis 22 Uhr. Ist schon. Ja, an dieser Stelle ganz einen herzlichen Dank Michael Löbel, seinem ganzen Team von hier, vom Kultur am Bach in Götzis, für das große Engagement, jetzt schon eben das dritte Mal verschieben, alle Menschen wieder benachrichtigen, absägen und so weiter. Danke vielmals für die Gastfreundschaft und ich glaube, das ist ein Applaus wert. Danke vielmals. Ganz herzlichen Dank auch für die wunderbare Betreuung vom ganzen Team, von der Technik, für das wunderbare Licht, für den Ton, wo ja auch für den Livestream, also beziehungsweise nicht Livestream, sondern Stream irgendwann dann ist. Danke an die Herren dort oben. Herzlichen Dank. Ja, bevor wir jetzt das nächste Stück spielen, das heißt Song of the Medina, ist ein Arrangement von Raphael und von Juan. Das Stück ist von Sidney Bechet. Wunderbares Arrangement, also man kennt das Stück fast nicht mehr wieder, aber es ist so gut, es ist besser als das Original. Noch zum Sagen, wenn Sie Lust haben, wir haben voraus, also da im Foyer, dann CDs dabei, die sind alle desinfiziert. geimpft, nein. Ja, von unseren verschiedenen Besetzungen, die meisten Stücke sind dort auch drauf. Aber jetzt Song of the Medina, viel Spaß. Der Goran hat was ganz Wichtiges vergessen. Die CDs sind natürlich für einen guten Zweck, nämlich für uns. Thank you.
Thank you.
Kovacevic am Akkordeon.
Thank you.